So, da sind wir dabei. Cry of Fear. Weiter geht's. Wir sind in einem Apartment wieder mal. Und auf dem Dach scheint irgendjemand auf uns zu warten. Deswegen lasst doch einfach mal schauen, ob es hier wirklich irgendjemanden gibt, der auf uns wartet. Wir haben zumindest mit jemandem telefoniert, der angedeutet hat, dass er auf dem Dach ist. Man hat sich ganz verstanden, aber man hat sich vorstellen können, was sie gesagt hat, war es, glaube ich, sogar. Oh, holy fuck it. Okay, er kann weiter springen, als ich dachte. Man springt nicht so unglaublich oft in dem Spiel. Du hast es schon drauf. Du hast es schon drauf, was Springen angeht. Und jetzt pass einfach auf, dass sich niemand vom Dach tritt. Das wäre ein bisschen uncool. Oh, oh Gott, oder noch besser, spring selber runter. Schau mal. Was machst du denn da? Kannst du Leitern klettern? Wahrscheinlich nicht. Den Kopf. Okay, warum nicht einfach mal in aller Ruhe diesen Typen ausschalten, dass wir da unten gar keine Probleme mit ihm kriegen, dass er nicht wieder seinen komischen Kampfstachel aus seinem Hals schießt, uns direkt in die Klöten. Unangenehm. Unangenehm, sage ich euch. Das will ich nicht nochmal erleben. Holy fuck. M16-Magazin? Okay. M16-Magazin, also. Jetzt gebt mir doch bitte auch die M16. Oh, oh fuck. Komm schon. Oh, mit dem Knüppel, Mann. Ins... Ah! Oh, fuck! Voll vom Dach geflogen. Okay, man sollte aufpassen, wie weit man auf diesem Dach straft. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann nochmal. Nicht so arg viel erlebt hier bisher. What the fuck? Vorsicht, nicht vom Dach strafen. Nur Pro-Tipp an dieser Stelle. Wenn du vom Dach springst, dann stirbst du. Nehmen weniger Schaden, dann stirbst du seltener. Fand ich immer noch den besten Pro-Tipp, den ich jemals in einem Ladescreen von einem Game bekommen habe. Ich glaube, es war Duke Nukem Forever sogar. Bis auf die Ladescreens konnte das Spiel nicht viel, aber das konnte es dann doch wieder relativ gut. Und drop. Über die M16-Magazine. So, und den Kollegen werde ich jetzt einfach erschießen. Machen wir jetzt gar keinen Stress hier. Wobei, da hinten habe ich eigentlich genug Platz zum Kämpfen. Hey, was zur Hölle? Okay, ich muss für diesen Bereich mal ganz kurz Double Tap ausmachen. Wo ist es denn? Advanced. Ja, das tötet mich gerade zum zweiten Mal. Und das ist nicht hier Double Tap Dodging. Ich mache es sowieso immer mit Alt, deswegen kann ich es eigentlich komplett draußen lassen. So, okay. Sehr gut. Ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir keine Todesfälle mehr durch Zufall, weil ich einfach mal die Taste aussehen, Double Tap oder zweimal draufkomme, weil ich meinen Finger da wieder drauflege und er es als Tap ansieht. So wie eben gerade eben hier. Okay. Okay. Warte mal, dann, ja, aber warte, dann erschieße ich dich auch nicht. Mach ich doch einfach gleich so. Wie ein Geschäftsführer. Kann ich das auslösen, wenn ich hier drüben stehe? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Oh, oh, holy crap. Komm schon. War so nah an mir dran. Junge, komm hierher. Sehe ich nicht mal mehr deinen Kopf. Mein Gott, man kann es einem auch schwer machen, weißt du? Okay. So, dann lass hier mal nicht runterspringen, sondern lass mal diesen komischen Kerl schlagen. Komm schon. Treff ihn auch. Okay, ey, drei Schläge mit diesem Teil und der ist down. Das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Also, der Stock scheint doch wirklich um einiges stärker zu sein. Alles gut. Stärker zu sein als das verdammte Messer. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Kotz mich an. Also, kotz mich ganz schön an, aber ich meine jetzt wörtlich. Kotz mich an. Okay. Oh fuck, müssen wir jetzt hier außen rumgehen? Ich couch hier mal. Ja, Tatsache, wir müssen hier an der Wand entlang sneaken. Okay, okay, vielleicht finden wir irgendwo mal wieder einen Bereich, wo wir normal laufen können. Das wäre auch mal wieder schön. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme hier lieber die Pistole in die Hand, denn ich habe hier nicht wirklich viele Möglichkeiten auszuweichen bei einem Kampf. Bevor ich dann zu viel Damage nehme, verballere ich lieber ein, zwei Kugeln. Das ist mir dann irgendwie lieber.
jetzt meinen guten Spritzenvorrat anzugreifen. Ich habe mittlerweile zwar einige, aber trotzdem. What the... Sophie? Steht ja wirklich jemand. What the hell are you doing here? Oh, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters and I just... I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. What? Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. You? Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Okay. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Yup. Do you remember how you got here? I don't know. Because I woke up myself, but it wasn't an alley and... Wait, I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Sie scheint ja normal zu sein. Wie es aussieht. Sie ist zwar okay, von ihrer Art vielleicht ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach immer so ist, aber... Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Niemanden mit einem Fuchsschwanz den Kopf abzusägen. In the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Oh. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and... You know, I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. Unangenehm. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you.
to get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. Okay. What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all... No! Holy fuck! Ach so, endgültig! No! 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 Oh, Mist, das ist... Sophie! Why did she... What the fuck? This isn't making any sense! Oh Gott! Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte im ersten Moment. Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! Okay. Carcass. Ich werde dann mal mein Snipergewehr äquipieren. Oh fuck, lade nach. Komm schon. Oh fucker. Was zur Hölle? Oh, der wirft Zeug auf mich. Oh mein Gott. Was bewirft er denn? Scheiße, Mann. Können die mich hier treffen? Nicht so wirklich. Wahrscheinlich einigermaßen sicher zu sein. Ich kann immer mal wieder einen Schuss abfeuern. Und zwar, so viel zu meiner Sicherheit. Was für ein Vieh, Mann. Erstmal ganz kurz nachladen, alle Ruhe. Ich sollte mal eine Spritze reinpumpen, denn ich habe schon seit langen Zeit nicht mehr gespeichert und ich habe keine Lust, jetzt an diesem Ding hier drauf zu gehen. Was zur Hölle bist du eigentlich, Mann? Shit, hier trifft er mich. Ein bisschen weiter vor. Das war's, du Motherfucker, das war's. Dahin geht dein Heißluftballon oder woran auch immer du dich da gerade eben hochgezogen hast. Zum Glück habe ich diese Waffe nicht leergeschossen auf dem Weg hierher, sondern habe mir die Munition konserviert. Oh mein Gott. Wieder mal zeigt sich, warum es so wichtig ist, nicht wild rumzuballern in solchen Spielen. Was zur Hölle, Sophie? Was ist da gerade passiert? Die ist jetzt da runtergesprungen, ernsthaft? Wurde die geleitet von diesem Wesen? Ist das irgendwie ein Ding, was ihr Gedanken kontrollieren kann? Wie diese Suicide-Typen, die mich dazu bringen, mich selbst zu erschießen? Wow, das macht wirklich extrem wenig Sinn. Also da muss ich Simon definitiv mal zustimmen. Ich bin auch sehr verwirrt, was hier abgeht. Bin gespannt, was da letztendlich dann die Auflösung davon ist. Haben wir hier nicht schon? Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt wieder zurück. Ich habe ja gar nichts eingesammelt. Das heißt, ich habe weder einen Schlüssel noch eine Magnetkarte, die wir anderweitig hier noch verwenden können. Denn es gab ja noch ein Magnetkartenschloss. Hier was. Oh, nicht runterswerfen. Mach keinen Scheiß, Junge. Nicht runterfallen jetzt, bitte. Hier ist irgendwie nicht so ganz viel, wenn ich das mal so sagen darf. Das beschreibt es, glaube ich, am allerbesten. Hier ist nicht so ganz viel. Außer eben der Weg, von dem ich eben sowieso schon kam, gehe ich eben auch den mal wieder zurück. Vielleicht wird mir auf dem Weg irgendwas Freudiges oder nicht so Freudiges passieren. Wahrscheinlich eher Zweiteres. Vorsichtig. Langsam um die Ecke spähen. Warte mal ganz kurz, da komme ich da gar nicht mehr hoch. Ha! Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ah, hier ist eine Leiter. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Muss ich wahrscheinlich einfach nur wieder da runter, vorne an der Stelle, wo sie runter... Nee, nicht da, wo sie runtergesprungen ist, sondern bei der rechts hinten war. Dieser bisschen erhöhte Bereich, war das hier? Oh ja, hier ist... Ah, schau mal. Kann ich nämlich... Opa, wieder dahin zurück, wo noch ein Magazin liegt. Okay, habe ich das vorhin vergessen.
Überraschung, noch ein Magazin für dich. Oh, fuck, okay, okay. Geht, geht, alles in Ordnung. Den Sprung haben wir gemeistert. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass er hier irgendwie zurückkommt. Oh, fuck, ich will nicht so schräg springen, dass ich hier noch nicht irgendwie noch daneben springe. Oh, fuck, ich bin so froh, wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen haben und nicht mehr auf Dächern rumkraxeln müssen. Ja, okay, warte, hier kann ich... Muss ich da überhaupt hier runter... Was zur Hölle ist das? Was bewegt sich da? Was ist das? Was? Ach so. Oh, okay, so eine Lichterkette. Ich werde zu paranoid in diesem Spiel. Das ist wahr, Officer. Die Lichterkette, sie hat mich angegriffen. Ich musste sie mehrfach mit meinem Granatwerfer beschießen. Da hat kein Weg daran vorbeigeführt. Okay. Gefährlich, gefährlich. Nicht gut. Lass mich hier wieder rein. Lass mich erstmal wieder speichern, bitte. Okay, sehr gut. Wir haben sie auf dem Dach getroffen und sie hat den Boden getroffen. Hart, extrem hart höchstwahrscheinlich. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir runter auf die Straße gehen und gucken, wo sie gelandet ist. Ich denke mal, das ist das Beste, wenn wir mal nach ihr schauen jetzt. Gucken, ob wir sie irgendwo finden. Die Türen, die gehen aber noch nicht auf. Vielleicht springt mir irgendwas in den Rücken aus den Türen. Vielleicht. Das ist gar nicht mal so abwegig. Oder ein Kerl, der sich wieder als Müllmann verkleidet. Als Müllsack, Entschuldigung, nicht als Müllmann. Das wäre noch schön gewesen, wenn er als Müllmann verkleidet gewesen wäre. Okay, von wo ist sie gesprungen? Ah, oh, damn. Ich sehe es schon. Ich habe es gerade schon gesehen, also irgendwie... Ich denke mal, dass sie das war, wenn da nicht noch irgendwie eine andere Leiche liegt. Was auch nicht so abwegig ist. Von dem her, bin ich mal vorsichtig mit meinen voreiligen Schlüssen. Ah, fuck, ja doch. Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love Just you. Just let me go, Simon. I fucking love you. Okay. Chapter 4, Drowned in Sorrow. Ah, hier ist die Keycard. Das ist die Magnetkarte, die wir brauchen für die eine Tür da hinten. Und, ja. Friendzoned und dann bringt sie sich um. Das ist halt auch, keine gute Erfahrung, die ich... wünsche ich auch niemanden. Aber wir müssen weiter. Wir haben... uns bleibt nicht übrig. Wir müssen hier weg. Wir sind immer noch in Gefahr und deswegen sollten wir uns aus der Gefahrenzone begeben, so schnell wie es geht. Dass wir es irgendwann vielleicht nochmal nach Hause schaffen. Warum eigentlich nicht? Als was passiert, muss ich nicht so weit laufen. Spart mir einiges an Nerven dann. Trotzdem bin ich jetzt... Ich werde jetzt hier trotzdem nicht unvorsichtig, auch wenn hier noch im Hintergrund, sage ich mal, die traurige Musik spielt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass mir Gegner entgegenwerfen und diese Stimmung ausnutzen, in diese Spiele gebracht haben. Dann wieder BAM! Bis zurück, Motherfucker! Streng dich an! Sowas darf nicht nochmal passieren, das war nur ein Test. Ich werde diesen Test bestehen. TL Trading AB. Okay. Dann wollen wir mal hier rein. In die TL Trading AB. Okay. Magazin. Da geht's. Was steht da unten? Stuff? Stairs. Ah, ja. Yeah. No shit, Sherlock. Danke für den Hinweis. Mir ist fast nicht aufgefallen. Das ist. Hey, es ist eine Information, die man hier bekommt. Spoiler doch nicht die Story. Ich hätte selber herausfinden wollen, dass da Treppen sind, aber nein, jetzt weiß ich's. Ist das ein Aufzug? Lastenaufzug, so wie es aussieht. Okay, TL Trading LB. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir hier weitermachen, dass wir mal gucken, was es genau ist. Also irgendwie eine Handelsgesellschaft? I don't know. Ein Lagerhaus? Irgendwas. Wir werden schon rausfinden. Bis dahin. Haut rein.